Gute Freunde, kann niemand, ja gut, ja sicherlich, hallo, ich bin's, der Kaiser, ja. Habt ihr es gesehen, das Spiel, ja, Dortmund gegen Bayern, ja, das war quasi Pepsi gegen Coca-Cola, das war Obi gegen Hagebau, wobei in der zweiten Hälfte, ja, da haben die Dortmunder eher gespielt wie der Kommodemarkt, ja, spielerisch war es eher Ramsch, ja, mein Telefon klingelt Sekunde, ja gut, ja 0-0, da können natürlich beide Vereine wunderbar mit leben, die Dortmunder und die Bayern, für die Fans ist so ein torloses Remis natürlich nichts Besonderes, das ist wie miteinander schlafen ohne Happy Ending, die Italiener würden sagen, coitus inter Mailand, ja, genau, Moment einmal, SMS von Uli Hoeneß auf mein Ulifon. Was schreit er denn? Hallo Franz, mir schmeckt zu Hause das Essen nicht mehr. Bei meiner Frau kannst du mir Wasser und Brot vorbeibringen? Ja, natürlich. Das macht. Na gut, die Dortmunder waren in der zweiten Hälfte, waren sie natürlich teilweise überfordert. Sie wirkten auch müde. Ja, der Aubameyang, der Gündogan, der Reus, ja, und der eingewechselte Adrian Ramos, ja, der war auch müde. Ja, also der Adrian am Ball war quasi ein Baldrian. Ja. Telefon, ja. Joshua Kimmich, ja, der arme Junge, der hat die ganze Nacht durchgeheult. Nur weil der Pep ein bisschen lauter mit ihm gesprochen hat. Ja, der trägt jetzt wieder Windeln. Ja? Rüdig, ja genau. Nur weil der cholerische Katalane eine Kakalaune hatte. Ich meine, der Kimmich ist 21. In dem Alter habe ich Werbung für Suppen gemacht. 21 und ist der beste Mann auf dem Platz und wird danach vom Guardiola verbal ermordet. Und Freunde, ich weiß auch warum. Weil dem Guardiola, wenn er gegen Juventus ausscheidet, die Ausreden fehlen. Rüchtig. Das war nämlich die fehlende Innenverteidigung. Das war der Sicherheitsanker. Wenn man vom Teufel spricht, der Pep, da gehe ich jetzt einmal dran. Hola Guardiola, wie geht's dem Ball? Ich meine, qué tal? Jetzt lass mich da. Hallo! Was brüllst du mich denn jetzt so an? Sakra nochmal! Ich bin immer noch der Ehrenpräsident des FC Bayern. Also wundert dich nicht, mein Junge, wenn du im Sommer nicht mehr beim Verein bist. Und wenn es ganz blöd läuft, dann musst du auf die Insel, da wo sie kein Fußball spielen können. Der spinnt doch, der Spanier. Na gut, ja, sicherlich 5 Punkte Vorsprung. Ja, das müsste reichen für den FC Bayern, zumal jetzt Werder Bremen kommt. Oder sagen wir mal so, der Pizarro kommt, weil die anderen haben sie alle sperren lassen. Die Dortmunder, ja, die werden verlieren gegen Mainz, weil sie gegen Tottenham eine englische Woche haben, also im doppelten Sinne. Ja, Sakrament noch einmal, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Ja, Freshfields schickt eine SMS. Was schreiben Sie? Ob ich einen Sepp Blatter kenne? Natürlich nicht. Nein. So, jetzt können Sie mich alle mal. Ich mache jetzt Wellness. Wenn Sie mich sucht, ich bin im Hammam. Ja, Wortwitz. Ja. Ja. Das war unser Clip heute mit Franz Beckenbauer. Die Frage, die uns alle interessiert, kann Borussia Dortmund 5 Punkte Rückstand den FC Bayern noch einholen? Schreibt es in die Kommentare. Hier die Videos aus der letzten Woche und der vorletzten und da oben unsere Infocard für alle, die diesen Clip mobil schauen. Ciao, macht's gut.